Let's go. Ja, ich habe also so vom Feeling her ist Japan einfach so, da ist jeder so ziemlich krass einfach. Mhm. Ist einfach so die, ist irgendwie ein bisschen die Kultur, oder nicht? Dass sie einfach sehr dedicated sind, ja. Sehr, sehr clean und so. Genau, habe ich auch das Gefühl. Und auch so weniger rummeckern. Mhm. Alleine, wenn du dir so alte Games aus Japan anguckst, zum Beispiel Mario. Ja. Weil das erste Mario, ich habe da dran gestruggelt als Kind. Aber volle Kanne. War das nicht sogar so? So ein Fun Fact, oh. Das zweite Mario-Game. Alter, schön. Nicer Kill von Lifted Skull. Dass es leichter war, weil... Nee, nicht das, sondern die hatten zuerst quasi eins, was vom Gameplay ähnlich war wie das erste. Das war dann aber zu schwer, weswegen die es im Westen gar nicht erst released haben. Ja, das war dieses Lost Levels. Das hast du dann bei All-Stars gehabt, stimmt. Exactly. Ja, und dann war das zweite, dann haben die sich einfach irgendein Random Game genommen und haben da Mario-Skins draufgepackt und dann hast du... Ja, hast du dieses weirde Game, was so überhaupt nicht Mario-mäßig wirkt eigentlich, aber trotzdem aber hat ein cool paar ist. Coole Charaktere reingebracht, Tobi. Ja. Oh, nice. Zum Beispiel Birdo. Und dieser Empowered Grab, der ist auch immer noch am Start. Gegen den habe ich vorhin schon spielen müssen, finde ich sehr insane. Ich weiß gar nicht genau... Oh, der macht nur mehr Damage und hat so einen komischen Angle, ne? Oh, und das killt. Mit der Turn. Oh, wow, hier. Ja. Krass. Gegamed, oder nicht? Ja, ich habe das Gefühl, dass Lifted Skull sehr, sehr motiviert ist im Moment. Das feiere ich. Heftig, nice. Hat jetzt gegen Squallen gewonnen und hat richtig Bock. Also ich auch. Sehr schön. Hell yeah. Nee, ich finde, man merkt auch voll, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass man gegen so einen Kazuya, der ja auch diese Touch-of-Death-Kombos hat und crazy Moves aus dem Licht raushauen kann, dass man den da vielleicht teilweise ein bisschen zu sehr respektet. Lifted Skull nicht. Der ist da einfach drin, der macht seine Kombos und es worked. Ist clean. Mhm. Oh, wow, schön verwandelt. Ah, okay. Ja, auf jeden. Erzähl mal demnächst. Haben wir auf jeden Fall Bock, mal die Story zu hören, weil nicht jeder mal in Japan auf einem Local war. Ich glaube... Quicksilver war auch mal da und hatte das da auch nicht leicht. Oh, und der Down Smash killt noch nicht. Noch eine Chance für Fred, der Frechfuchs hier gerade, der eigentlich auch einen guten Job gemacht hat. Absolut. Also, wie gesagt, neuer Spieler hier und guck mal, Last Stock gewesen. Sauber. Ja, ich meine, erstes Game, muss ich ja auch erstmal das Matchup irgendwie angewöhnen. Auf jeden. Aber allein schon so diese Electric Godfist, wenn man sowas clean rausbekommt. Ja, habe ich jetzt kein Mistake gesehen oder so. Von daher, hat Potenzial. Safe. Und du spielst Yoshi, ne? Hast du auch schon gegen ihn gespielt? Oder war das ein anderer Kazuya? Das war ein anderer Kazuya. Ah ja, okay. Boah, das war richtig close. Hast du das gesehen, das Game? Ich habe ein Game gesehen, wo du geführt hast mit 2-1 Stocks, aber er hat irgendwie gerade so irgendwas. Boah, bei Kazuya, das kann sich in Sekunden turnen, wirklich. Ja, safe. Und das Gleiche können wir hier sonst auch noch sehen. Genau. Gerade mit Peach. Also Peach ja auch viel irgendwie in der Luft und dann gibt's schon mal eine Electric Wind Godfist. Ja, exactly. Macht man sich auch ein bisschen angreifbar, das stimmt schon. Aber Peach auf jeden Fall auch ein Charakter, der Leute overwhelmen kann. Gerade jemand wie Kazuya auch mal. True. Ist relativ slow. Und Air Dodge vielleicht? Wow. Keine Zeit mehr dafür so gewesen. Clean. Ja, Checkmate. Offstage. Und da kommt die Combo. Okay, das sind easy 45%. Von diese Range auf dem Downhit auch. Ist crazy. Ja. Und dann der Angle, wie er das raushaut. Also ich bin amazed. Also Peach Combos sind ja sowieso immer auf einem anderen Level. Aber Lifted Skull macht das so einfach clean. Hast du die Lore so ein bisschen mitbekommen in letzter Zeit in SH? Also so, wer gewonnen hat und alles mögliche. Am Rande. Ja, aber okay. Wenn du Lore sagst, dann klingt das, als wäre da noch ein bisschen was Deeperes hinter. Ach. Nee, ich meine jetzt gerade nur die sehr oberflächliche Lore. Keine, okay, gotcha. Filler oder so. Nee, sondern einfach, dass letztes Mal fast der Zeitpunkt war, an dem SDN mal keinen Smash Cup Flensburg gewinnt, sondern Beisel. Oh. Aber dann gab es ein Game 10 Grand Finals und... Und SDN hat das noch zurückgeholt. Deswegen bin ich crazy. Sehr gespannt, wie das hier on top aussieht und ob die beiden überhaupt Erster im Pool werden. Das ist ja auch immer spannend. Ja, auf jeden. Heute sind auch viele echt heftige Talente dabei, habe ich auch schon gemerkt. Ja. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt... NEZ bin ich jetzt gerade zum zweiten Mal, aber ich habe das Gefühl, ist das Niveau auch immer relativ hoch. Ja, also normalerweise sind da sehr viele so High-End und so mittlere High-End-Spieler. Ja. Einfach so, die auch 9. Platz werden können, die aber auch mal Top 8 kommen und so. Und die Back-Air.
Und das war es auch schon. Crazy. Lifted Sky hier 2-0 für Frechfuchs. Freestock nach dem ersten Game, was ja dann doch closer wurde. Mm. Auf jeden Fall Potenzial da.